Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Mein Stuhl sackt gerade ab. Na, das ist ja mal wieder klasse. Ingo, gerade ein Schluck Käffchen. Und dann würde ich sagen, Leute, ab geht's, oder? Aufstellung und so hat sich eigentlich nichts verändert. Ja, ich würde sagen, spielen. Saison 7 und Partie spielen. Was ist los? Also, da ist der Vertrag ausgelaufen, Mama. Verbrauchsobjekt anwenden. Nein, ich mache nicht den Hardy nach. Ich kann auch sagen, da ist der Vertrag ausgelaufen, Papa. So eine Scheiße. Fitness, Verträge, da haben wir Verträge. Da nehmen wir normalen Vertrag. So. Da haben wir einen Vertrag angewendet. Fit sind die Spieler noch einigermaßen. Das sollte vollkommen okay sein. Partie spielen. Ja, suche Gegner. So, was haben wir denn hier? Nee, ich warte. Die Leute, die immer schnell fertig drücken, haben meistens Latenzprobleme. Nö, doch, diesmal nicht. Ich spiele in grün, du in schwarz-weiß. Und Partie spielen. Was spielt da? 4-2-2-2. Alles klar. Englische Mannschaft. 78er Stärke. Stürmer. Boah, englische Mannschaft. Boah. Aber man hier jetzt mal gerade die englische Mannschaft so sieht. Was ist eigentlich bei denen los, wenn man jetzt mal ganz ehrlich sagt? Was ist mit dem englischen Fußball passiert, Leute? Also ich finde es sehr, sehr schade, was mit dem englischen Fußball passiert. Ist irgendwie nicht mehr so zeitgemessen. Muss man wirklich so sagen. Der war zu kurz. Also das finde ich immer so ein bisschen komisch, was mit dem englischen Fußball wirklich zurzeit passiert. Gerade weil das ja früher mal das Aushängungsschild war, der englische Fußball. Gut, dass sich die Zeiten ändern und dies und jenes, ist alles klar, aber wo sind die ganzen Spieler? Was kaufen sie zurzeit? Die ganzen Deutschen, das muss man ja jetzt mal wirklich sagen. Aubameyang. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Ja, da hast du wohl recht. Aus. Nein, 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 nein. Ich wusste es. Ich hab's gerochen. Das hat gestunken nach Fisch. Weg mit der Pille. Oh, zu nicht weit genug, Weidenfeller. Lol, wie spielt er denn jetzt den Ball? Da scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Das könnte möglich sein. Ey. Oh, guckt euch das hier an. Mit drei Leuten sitzen sie auf mich drauf. Ja, da war wohl keiner. Blindfisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey. Zum Mäusepupsen. Müller. Und rauf auf Aubameyang. Oh, ho, 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 ho. Was der Fuchtel, Mann.
Oh ja. Noch mehr Abseits geht nicht. Oh. Ganz allein, so viel Abseits war das gar nicht. Das sollte okay sein. Oh. Nehmen wir doch. Nein! Ey. Ja, da hat sich Aubameyang wenigstens mal durchgesetzt. Echt. Du sollst dich da nicht reinstellen. Mann, fummel nicht rum, jetzt schieß. Gleich ist Sonntag. Da habe ich geschlafen. Also wie der hier spielt, das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Er spielt mal oben, dann spielt er in den... Oh. In den Sturm direkt. Warum macht er jetzt keinen Heber? Ich hab doch so gedrückt. Oh. Ist doch zum Mäusemelken. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Mehr Druck nach vorne von der Heimmannschaft. Das ruft ihm der Trainer aufs Feld. Wirkt aber die Gefahr von Konter. Jones! Abseits oder Ende? Er ist einfach zu Abseits! Und zwar ins Abseits. Ach, du fein gemacht, Weidenfeller. Oh, 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 oh. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Oh, leck mir die Kornes. Warum steht da keiner? Verdammte Scheiße, wie stellt ihr euch hin? Mein Gott, nochmal. Mein Gott, guckt euch das an. Kein Spieler da. Aubameyang ist erst mitgelaufen und dann bleibt da stehen, der Trottel. Lauf doch nach vorne, du Trottel! Viel zu kurz! Mann, 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 ey, jetzt kriege ich aber hier gleich die Pimpernellen. Und hört mal auf, hier immer zu sagen, die rennen nach vorne. Man stellt hier, keiner stellt hier irgendwas um. Mann! Gehen mir ja gerade auf den Sack, die Kommentatoren. Es geht ja mal gerade gar nicht. Na toll, wo soll ich denn hier hinspielen? Ja! Hier sind mehr gegnerische wie meine eigenen. Wo sind meine Leute? Ja, mein Gott, Schmelzer hast heute mit dem Vibrator im Bett gelegen oder was? Mama mia, ey. So macht das richtig. Sicherheit nicht. Jetzt zeigt's nicht. 1:0, knappe Führung. Ah, Halbzeit, ey, das geht mir gerade auf den Sack, ja. Da kommt da irgendeiner aus dem Nix gelaufen und keiner deckt den. Klick doch, du Tortenarsch. Kann nicht wahr sein, Leute. Wirklich nicht. Absoluter Wahnsinn. Aber trotzdem war es ein gutes Tor von ihm. Das will man nicht sagen. Aber
kann nicht sein. Pause, warte auf Gegner. Was hast du vor? Musst du dir erst da einen reinnudeln? Ja, Wellblech hat er geholt. Bend. Alles klar. Noch ein Sprintspieler. Mein Gott, der Schmelzer, der reagiert auch nicht, der schläft, echt. Da wird der Ball getrennt. Sidwell findet seinen Mitspieler. Gute Position für eine Flanke. Mehr Druck nach vorne von der Heimmannschaft. Das ruft ihn der Trainer aufs Feld. Birgt aber die Gefahr von Konter. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ey, die, weißt du, in FIFA 13 war das so geil, du konntest die Bälle einfach schön um die Leute herumschneiden. Es geht nicht mehr. Und warum ist der so kurz, verdammt ich nochmal. Es kann doch nicht wahr sein. Du kannst nichts mehr richtig tricksen. Dass sie, oh ey, dass sie immer alle so kurz spielen. Ja, jetzt leckt es bei ihm. Mann, oh Mann, oh Mann. Oder unter uns leckt es, besser gesagt. Der Pass kommt an. Jerome Boateng. Elia. Schmelzer. Na, no, abseits! Zu früh gestartet. Abseits. Kacke! Mandzukic. Ey, wo läufst du hin, du Tortenarsch? Mein Gott, nochmal! Abseits, mein Gott, nochmal. Na, schieß doch! Und nicht erst morgen früh! Ja, endlich! Mann! Mach dein Salto! Jawolla! Ah, kann nicht Saar sein hier! Jetzt hat er mal gezeigt, was er an Speed hatte. Es sieht so aus, als würde die Gastmannschaft jetzt auf das Mittel der Abseitsfalle setzen. Und das ist natürlich immer gefährlich, wenn da nur einer hinten versagt und die Falle nicht zuschnappt, dann wird's teuer. Mandzukic. Und das sieht nach einer guten. Gute Aktion des Verteidigers. Also wenn der wirklich auf Abseitsfalle spielt, dann kann er das vergessen, weil Abseitsfalle in FIFA 14 ist scheiße. Oh! Wuppa! Meiner. Oh, scheiße! Oh, fuck, ey! Oh!
denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Und so wichtig kann ein Torhüter sein. Das wissen wir natürlich längst, aber der liefert eine Riesenleistung. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Was war das? Was war das? Was war das? Die Ohren. Und wieder ist er auf der Post. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Ein Spieler am Boden. Sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Jetzt zeigt es der Trainer an. Die Gäste sollen den Druck nach vorne erhöhen. Aber das ist sehr, sehr kraftraubend und bietet dem Gegner Räume. Mit einem Unentschieden heute würden sie Aufstiegsmöglichkeiten erhalten. Dann gibt es eine neue Chance am nächsten Spieltag. Ja, wir wollen ja auch aufsteigen, du Trottel. Und die Abwehr aufmerksam. Peter attackiert. Lars Bender. Oh. Sollte reichen. Zu kurz. Zu kurz, verdammt! Bis jetzt war das eine extrem spannende Sache hier. Und erst recht spannend wird die Schlussphase. Ja, da kommt was auf uns zu. Mann, was macht der Aubameyang? Leute, das kann doch nicht sein. Klar zu erkennen in dieser Situation, viel zu hastig abgeschlossen. Bin mal gespannt, ob so eine Chance wiederkommt. Warum wird das jetzt abgepfiffen? Das ist kein Abseits, wenn man es so nimmt, weil ich den Ball genommen habe. Mann. Oh! Weg jetzt! Nein! Ja, 1-1 wenigstens, Leute. Leckt mich am Arsch, ey. Spieler des Tages ist diesmal Weidenfeller. Ja, Tora hat nur Aubameyang geschossen. Ein Schuss aufs Tor, 2 von 4, 2 von 2. Mandzukic hat 0 von 2. Erfolgreiche Pässe. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ne? Also wenn man das jetzt so nimmt, die Statistik. Sieht schon gar nicht schlecht aus, muss man jetzt wirklich mal sagen. Ja, 430 Münzen für ein Unentschieden, genauso viel wie fast wie vorhin bei dem Sieg. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Zwei Spiele bleiben uns noch, ein Punkt fehlt uns. Oh, ein Punkt, Leute. Ein verschissener Punkt. Also wir könnten sogar, wenn wir beide Spiele gewinnen oder das Spiel gewinnen, das nächste Unentschieden gespielt, könnten wir sogar noch den Ligapokal holen. Eieiei, das wird spannend. Das wird spannend, spannend, spannend. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei FIFA 14 Ultimate Team. Mein Name ist Gabor. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.